Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim, oh yeah. Und unsere heutige Aufgabe ist es, diese Leute da zu befreien von ihrer Pein. Und oh mein Gott, das hat sich ja gereimt. Wer hätte es gedacht? So, erstmal wieder automatisch speichern, weil wir es können. Und dann haben wir sowieso alles aufgedeckt, das ist ja das Schöne daran, ne? Wir müssen eigentlich nicht mehr viel machen, außer zu den Punkten zu reisen und die Leute zu befreien. Yeah. Der Tierstein. Und ich denke mal, nachdem wir alle befreit haben, werden wir noch eine Menge Quests kriegen. Hätte ich eigentlich vorher mal auch machen sollen. Ich habe auch überhaupt gar nicht überlegt. Apropos. Da sind doch irgendwo... Wie hießen die nochmal? Kieslinge? Nein. Riechlinge? Nein. Wie hießen die nochmal? Diese kleinen Viecher da mit den Stäben. Das ist eine neue Aufnahme, deswegen habe ich überhaupt keinen Plan mehr, was passiert ist. Wie die Leute heißen. Jedenfalls... Warte. Irgendwas mit K, ne? Ihr wisst schon. Ihr wisst, welche ich meine, ne? Was, wenn ich die wiederhole? Das ist, glaube ich, nicht gesund. Genau da. Riegling. Nichts mit K. Aber wenn ich die auftaue von ihrer scheiß komischen Dingenskriechens, dann töten die mich doch. Jungs, geht's euch gut? Was bist du denn? Achso, Schleicher. Ah. Ich hab schon gedacht, da kommt jetzt ein Drache. Apropos Drache, wir hatten lange keinen mehr gesehen, ne? Glaube ich jedenfalls. Ja, Schleicher kann nichts. So, kleiner Lag zwischendurch und dann passt das schon. Ich will den letzten... Och Mann. Ich wollte den letzten Stich machen. Okay, läutere den Tierstein. Das haben wir dann so erledigt. Na Freunde, geht's euch gut? Mova, die auch. Gut, die haben alle irgendwie einen Knacks ab, weil der... Nee, das bin ich. Das bin ich, der im Wasser steht. Ha, ich dachte, die bewegen sich so. Haha, fail. Okay, das sieht übrigens wunderschön aus. Dieses Addon ist übelst verbuggt, würde ich mal glatt behaupten. Aha! Ist das der Winkel? Ihr seht genau dasselbe wie ich, ne? Dass hier ein Teil ausgeschnitten ist. Na egal. Dann reisen wir hier zum Wasserstein und machen da weiter. Ich denke, das Ganze war ein bisschen anders geplant. Dass man quasi die Teile selbst erstmal noch suchen muss zu dem Zeitpunkt. Aber da ich ja ein Erkunder bin und das vorher schon gemacht habe, tja. Da haben wir es ein bisschen einfacher bekommen, würde ich sagen. So ist das halt. Gut, man muss auch sagen, wir sind irgendwo bei der 70. Folge. Und ich habe 70 Folgen lang erkundet. Das ist schon eine Menge. Naja. So, Freunde. Dann wollen wir das hier mal erledigen. Ist es um diese Welt geschehen. Bleibt stehen, Freunde, wir müssen gleich kämpfen. Ihr hättet nie herkommen sollen. Kratz ab. Lass die Leute in Ruhe, die könnten mir wichtige Quests geben. Oh. Ja, tritt mich einfach. Was bist du für ein Arsch? Laufe ich halt rückwärts, kein Problem. Oh je, das war knapp. Aber dafür schwere Rüstung verbessert. Alles kein Problem. Wir ziehen uns einfach ein bisschen Heilung rein und dann ist gut. Falls wir noch welches haben. Gesundheit. Wir haben noch einen Heiltrank, glaube ich, ne? Ah, ne, hier haben wir auch noch welche. Oh, ne, egal. Da weiß ich Bescheid, dass wir noch ein paar Heiltränke haben. Und wir müssen uns langsam um die Alchemie kümmern, damit wir uns selber Heiltränke basteln können. So, kipp um bitte. Ja? Danke. Was habe ich gerade gesagt? Es ist lange kein Drache mehr gekommen. Verflucht. Naja. Machen wir den Drachen halt fertig. Da kommt er hier einfach angescheißert, du. Moment. Der perfekte Zeitpunkt, um etwas zu testen. Kräfte. Schwarzmarkt? Nein. Nachtsicht? Maraskellen? Nee, Schreie, ne? Drachenform. Du kannst einmal pro Tag eine Drachenform mit K
kolossalen Schlägen, einer Panzerhaut und mächtigen Schreien. Oh. Komm zurück! Oh. Yeah! Hey! Ich dachte schon, was guckt er mich so an? Ich bin mächtig! Alter, wie viel Schaden ich plötzlich mache, ne? Krass. Wie schauen wir aus? Das sieht krass aus, Alter. Der klaut mir. Diese Drachen gehören mir. Der hat mir die Drachenseele geklaut. Der hat mir kackendreist die Sachen Drachenseele geklaut. Was ist denn das für ein Arsch? Naja, gut. Plündern wir ihn wenigstens. Haben wir ein bisschen was davon. Klaut er mir die Drachenseele? Ich fass es nicht. Wie dreist muss man sein? Wir sind schon viel zu spät dran. Warum wir so lange an Land waren, ist mir schleierhaft. Tja. Ist das etwa Magie? Seid vorsichtig, bitte. Das ist Magie. Hoffentlich sind unsere Waren noch mein ganzes Leben. Okay. Die wollen also mir keine Quest geben. Na gut, reisen wir weiter. Ich denke mal, die Drachenform wird lange erhalten. Es sei denn, ich reise natürlich, dann wird das dann schlagartig aufhören wahrscheinlich. Weil eine Reise ja auch immer ein bisschen länger dauert, ne? Und ich überlege gerade, eine Macht, die man einmal am Tag einsetzen kann, das ist vermutlich... Ist das Real-Life-Time oder ist das In-Game-Time? Ich habe es noch nie wirklich ausprobiert. Ich habe auch noch nie drüber nachgedacht. Aber ich denke mal irgendwie, das ist Real-Life-Time, oder? Kommt hin. Ich weiß nicht, wir hatten das ja letztens ausprobiert und ich dachte irgendwie schon, ein Tag ist vorbeigegangen, was es aber nicht war, seltsamerweise. Naja, egal. Kümmern wir uns um diesen Stein. Hallo, Dude. Verdammt soll er sein. Er übertreibt völlig. Was ist denn nur los? Hier in seinem Schrein. Was machst du denn hier? Den sie vergessen haben. Plünderer? Okay, hier sind nur billige Plünderer. Auf das wir uns erinnern. Ach. Ich bin sehr schlau. Ich bin sehr schlau. Willen beugen! Cool. Des Nachts holen wir uns wieder. Leute, macht euch bereit zu kämpfen. Wow. Solange die nicht gleich auf mich gehen. Oh, Schießkonzept 57 verbessert. Sehr schön. Ja, und mein Drachenform ist natürlich ausgegangen, weil ich gereist bin. Und jetzt sind die ganzen Typen am Fliehen, oder was? Tatsächlich, da fliehen sie alle. Was für Assis. Guckt sie euch an, die Feiglinge. Seelenstein, Gold, übertragende Schießkunst. Überragende Schießkunst, nicht übertragene. Sera? Zero, wenn ich mich bitten darf. Wieso nennen mich alle Sera? Was ist passiert? Ich fühle mich irgendwie anders. Ja. Oh, Zwillinge. Mehr wie ich selbst. Cool. Oder Drillinge? Sera? Ich heiße Zero, verdammt, ich bring dich gleich um, Alter. Hä? Er soll's einfach rausrücken. Aber hat er zugehört? Diese Inkompetenz von denen, ne? So, einer bleibt noch offen. Oder zwei. Was ist denn da hinten? Hier haben wir ja den einen, ne? Und was ist das hier? Sprich mit Nelot. Haben wir den Platz jetzt gefunden, oder was? Egal, wir kümmern uns erstmal um den letzten. Haben wir jetzt den... Ich check gar nichts mehr. Irgendwo sind wir an dem Platz vorbeigelaufen anscheinend. Ist auch egal. Das ziehen wir uns gleich durch an. So, letzter Stein. Dann gehen wir zu Nelot. Ich denke mal, dann schauen wir nochmal nach Nebenquests irgendwo. Und dann wird es auch langsam Zeit, dass wir uns um Mr. Ich bin allmächtig kümmern, der mir meine Drachenseele geklaut hat. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Redoran-Wachen? Sind das nur Redoran-Wachen?
Fall. Nee, du siehst mir noch questmäßig was aus. Also gut. Ach so, stimmt. Ich muss kurz was erledigen. Weil sonst haben wir gleich ein Problem, dass tausende Nachrichten kommen und alles mögliche. Deswegen setze ich mich hier auf beschäftigt. So, jetzt kommen auch keine Benachrichtigungen mehr. Das ist der ganze Sinn des Ganzen. Unsere Augen waren einst geblendet. Ich möchte euch das nicht antun, dass ihr alle 5 Minuten jemand online kommt. Am Anfang ging das ja noch, weil meine Freundesliste recht leer war. Weil ich ja den Account extra erstellt habe für das Let's Playing. Und jetzt, wo sich langsam meine Liste füllt mit Abonnenten, muss ich dafür sorgen, dass meine Videos nicht mit irgendwelchen Geräuschen oder hier, der ist online, da ist online, versaut werden. So. Abgeschlossen. Sehr schön. Ah. Noch ein zweiter? Nee, aber der ist nicht questbedingt, ne? Der hat einfach nur gelebt, glaube ich. Ich werde euch brennen. So, jetzt komm. Kopier einfach. Haha. So, nehmen wir das alles noch mit. Kann man alles gut gebrauchen. Und da wir ja den Ring, glaube ich, anscheinend nicht mehr brauchen, wir werden ihn nochmal behalten, bis wir es endgültig wissen. Bleibt sofort stehen! Wo habe ich euch schon einmal gesehen? Oh Gott. Passt auf euch auf. Einfach das Gespräch abbrechen und weglaufen. Was ist passiert? Du willst nicht mit mir reden. Moment mal. Euch kenne ich doch. Das stimmt nicht. Es gibt einen anderen Zero, der ist aber irgendwie ertrunken. Ich weiß nicht wieso. Ich trage keine Schuld. So, gehen wir zu Nelot. Und dann werden wir erfahren, wo wir hin müssen. Ganz eigenartig. Wieso suchen mich die Wachen verdammt nochmal? Ich habe doch gar nichts angestellt, oder? Dann muss es mindestens vor 50 Folgen gewesen sein, als ich in der Stadt Randale gemacht habe. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Na egal. Ich würde sagen, wir holen uns jetzt, wir geben den Ring ab, neben den Schießkunstring. Und freuen uns an Keks, dass wir endlich diese scheiß Mission hier beendet haben. Mit dem Such mich doch. Und dann müssen wir auch nie wieder in diesen verdammten Pilz rein. Ich frage mich, verdammt, ich wollte nachgucken, wie viele Bücher es gibt. Aber das mache ich gleich, weiß nicht, 5 bis 7 Minuten, wenn ich die Folge beende. Werde ich nachher nochmal googeln und herausfinden, wie viele Bücher es gibt. Damit ich weiß, ob wir jetzt alle Bücher haben oder uns noch eins fehlt. Hey, wo ist denn die Lot? Verlier diesen Ring nicht. Es war sehr schwierig, ihn herzustellen. Man sagt, ihr wisst, wo man schwarze Bücher finden kann. Ihr sprecht von den Bänden voll mit esoterischem Wissen, die der alte Hermeus Mörer überall in der Welt verteilt hat? Und was wisst ihr schon darüber? Ich habe ein schwarzes Buch gefunden. Ich muss noch mehr finden. Gefunden? Ja. Und gelesen sicher auch, oder? Streitet es nicht ab. Ich kann es in euren Augen sehen. Auch gefährliches Wissen ist Wissen und damit nützlich. Meiner Erfahrung nach ist es sogar oft die nützlichste Wissensart. Um Mirak aufzuhalten, muss ich wissen, was er weiß. Mirak? Der ständig in den Gesängen der Stadtbewohner vorkommt? Ja, ihr habt vielleicht gemerkt, dass er versucht, nach Solstheim zurückzukehren. Nun, ich wusste, dass etwas, was mit Hermeus Mora in Verbindung steht, seinen Einflussbereich auf der Insel erweitert hat. Ich war nicht sicher, ob es sich dabei tatsächlich um dasselbe Wesen handelte, wie dieser legendäre Namensvetter des zentralen Tempels. Aber die Dorfbewohner scheinen davon ja recht überzeugt zu sein. Wisst ihr, wo ich ein weiteres schwarzes Buch finden kann? Oh ja,
Sie sind nicht schwer zu finden, wenn man erst einmal weiß, wie man danach suchen muss. Ich habe hier eins, das ich benutzt habe, um weitere zu finden. Ihr habt ein schwarzes Buch? Natürlich hat er eins. Ich war schon drin. Ich war nicht untätig, während dieser faszinierende Wahnsinn Solstheim erfasst hat. Aber mein Buch ist nicht das, wonach ihr sucht. Ich bin ziemlich sicher, dass es keinen Zusammenhang mit diesem Mira-Ark gibt. Aber dafür weiß ich, wo ein schwarzes Buch zu finden ist, das euch helfen kann. Dann wisst ihr also, wo dieses schwarze Buch zu finden ist? Dass das mit Mira-Ark verbunden ist? So ist es. Allerdings ist es mir noch nicht gelungen, eins zu bekommen. Vielleicht können wir ja gemeinsam die Geheimnisse der Dwemer entschlüsseln. Die Dwemer? Was haben die denn damit zu tun? Verbotenes Wissen war eine Art Spezialität der Zwerge, nicht wahr? Ihr habt doch nicht etwa geglaubt, sie könnten so einfach widerstehen. Die alten Dwemer scheinen dieses Buch entdeckt und studiert zu haben. Ich habe in den Ruinen von En'Jardak ihren Leseraum gefunden. Das Buch befindet sich dort in einer Art Schutzvitrine, die ich bislang nicht öffnen konnte. Aber vielleicht können wir uns das Buch ja zusammenholen. Dann auf nach En'Jardak. Folgt mir. Okay, das ist nicht das, was ich erwartet habe. Aber okay. Wir springen nicht Guten drunter. Tag, Freund. Geht es euch gut? Was los? Ist das hier zu dunkel oder was? Hey, nein. Ich will auch runter. Haha. Yay, oh Mann, ich habe ihn bestiegen. Wollten wir ihn nicht zu der Dwemer-Ruine? Der geht einfach wieder hoch. Wie bitte? Wieso ist mein Quest da oben? Was ist denn hier los? Ich bin komplett verwirrt. Was? Okay, wir gehen einfach raus. Wir gehen einfach raus. Ist mir scheißegal jetzt. So. Komische Questanzeige, ganz ehrlich. Was soll denn das? Ich hoffe, ich muss hier raus. Ich will nicht wieder rein da. Oh, okay. Zum Glück haben wir alles erkundet und können jetzt schlicht dahin reisen. So, wo will er hin? Da hinten ist die Anzeige. Das ist das, was ich nicht... das ist das, was ich nicht aufklären konnte. Ich verstehe. Huch, da haben wir den Dicken. Mit seinem komischen Schwert anscheinend. Was ist das für ein komisches Schwert? Okay, das sieht übelst hässlich aus, das Schwert. Er sieht allgemein sehr hässlich aus mit der Maske. Ich weiß nicht, ob ich die Sachen tragen möchte. Ich würde mich aber gerne fragen, wie er unter der Maske aussieht. Was ist er für ein Typ? Ist er auch ein Khajiit? Wie ich? Nein, da fehlt ihm der Schwanz, ne? Okay. Das ist der Ort, den ich nicht lüften konnte. Hier sind alle tot. Na, wenigstens spare ich mir ein bisschen was. So, aber wo soll ich rein? Hat er die Tür jetzt geöffnet? Ja, und jetzt? Wir warten erstmal ein bisschen. Vielleicht ist er ein bisschen langsamer, der Typ. Ich weiß es nicht. Wir warten mal einen Tag. Warten wir mal. Dann können wir übrigens auch ausprobieren, ob der Drachenschrei funktioniert. Gut, Freunde. Ich würde sagen, beim Ladebildschirm verabschiede ich mich dann mal. Und wir sehen uns morgen wieder. Haut rein. Euer Zero. Tschüss.